Daniel, Max und ich sind heute wieder hier im Hornbach in Darmstadt. Und zwar haben wir was ganz Besonderes vor. Wir sind heute für den ganzen Tag Mitarbeiter hier. Herzlich willkommen, die neuen Mitarbeiter sind da. Und ich finde, es ist voll das komische Gefühl, wenn du hier rumläufst und weißt, dass sich halt jeder so ansprechen kann, wo irgendwelche Sachen sind. Das ist eigentlich kein Plan. Ist es okay, wenn wir dir helfen, den Rasenmäher zu verkaufen? Oh, das wäre echt super. Also Benzin ist drin. Die Frage ist, wo die den Schlüssel versteckt haben. Er zeigt uns jetzt das Teil versteckt. Dankeschön. Ich kann es echt nicht glauben, dass er uns einfach den Schlüssel gegeben hat. So, du machst kurz Pause, ich fahr weiter. So ein Aufsitzmäher ist echt der Hammer. Wir müssen den jetzt ein bisschen mehr den Kunden präsentieren, damit die den auch kaufen. Ich frag mich echt, was Jan und Kunden sich denken. Ich weiß, wenn ich nicht wissen. Ich wette, wir verkaufen den Rasenmäher heute noch, weil so viel Spaß wie Daniel damit hat, wenn wir den einfach auch haben. Ich habe die perfekte Idee, wie wir den Rasenmäher verkaufen. So, jetzt werden wir den los. Aber die hat die Probe voll Spaß gemacht. Ja, sehr viel Spaß. Ist Hornbach der beste Baumarkt? Ja. Ich bin der Kunde. Auf Wiedersehen! Code ist auf. Das sind schon süße Fische. Ich nehme einen mit. Und man sieht, die Pflanzen sind sehr hochgewachsen. Die müssen wieder runtergeschnitten werden, dass wieder genügend Licht nach unten kommt, damit die unteren Pflanzen nicht kaputt gehen, weil zu wenig Licht und Nährstoffe dadurch unten ankommt. Wir haben jetzt unsere erste Aufgabe bekommen und räumen jetzt die ganzen Artikel hier irgendwo ins Regal ein. Irgendwo? Wir haben eine Stunde Zeit für unsere Aufgabe. Ich glaube, wir schaffen das in 15 Minuten. Wir sind nämlich zu dritt und richtig motiviert. Los geht's. Dein läuft. Ich habe das hier gerade gefunden. Das ist auch tatsächlich komplett leer. Deswegen sind so viele da. Die räume ich jetzt ein. Wenn wir langsamer arbeiten, müssen wir weniger machen. Ich habe die Befürchtung, wenn im Markt jetzt irgendwas schief läuft oder so, werden die immer alles auf uns schieben. Das hier zum Beispiel sind beides Jalousieschalter, aber die sind in der unterschiedlichen Ausführung. Ich hätte es fast falsch eingeräumt, wären wieder die neuen schuld. Was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die alle mit der Kante immer ganz genau hier vorne so gerade stehen. Alter, das ist eine Rekordzeit, Jungs! Ihr habt 45 Minuten jetzt Pause, die ihr nutzen könnt, weil er damit gerechnet hat, dass ihr eine ganze Stunde braucht. Wir müssen uns jetzt irgendwo verstecken und dann schlafen wir eine Runde. Okay. Wir haben jetzt gerade was gegessen und den Rest der Pause verbringen wir jetzt im Ruheraum. Den gibt es in jedem Hornbach, der ist echt nice. Gute Nacht. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Ich suche Teppiche. Hier. Entschuldigung, aus welchem Material ist der Teppich? Können Sie ein bisschen leiser reden, meine Kollegen schlafen lassen. Wir haben hier noch eine Aufgabe, die von den Hornbach-Mitarbeitern normalerweise sehr vernachlässigt wird, deswegen machen wir das jetzt. Und zwar diese Dinger hier ordentlich aufräumen, das ist sehr wichtig. Fühlen sich die Kunden wohler. Das Regal ist wirklich jetzt so ordentlich wie nie vorher, deswegen gehen wir jetzt zur nächsten Aufgabe. Und zwar mischen wir jetzt Farben. Ich bin sehr gespannt. Genau, richtig, das ist unsere Farbmischmaschine. Hier haben wir unsere ganze Pasten drin. Hier geben wir die Farbnummer ein hier. Das ist Puder von Alpina. In 5 Liter Gebinde, das kann man alles hier auswählen. Das muss jetzt nochmal gerüttelt werden hier in der Farbmischanlage. Zero zeigt uns jetzt einmal, was cool beim Kunden ankommt. Ihr habt die Farbe gerade gerüttelt, nimmt sie aus der Farbmischanlage raus, dann schmeißt sie mal hoch und dann hängt sie mit einer Hand auf. Alter, natürlich, Alter, natürlich. Wie lange hast du dafür geübt? Ein Tag. Ein Tag? Ja. Moment. Ich bin noch nicht so lange hier beschäftigt, okay. Aber ich glaube, wäre mir lieber. Ich muss mal schauen, ob er eventuell noch so ein paar... Ja, du hast jetzt gerade deinen Kunden hier verloren. Eine schlechte Beratung hier von mir. Aber das Coole ist, die echten Hornbach-Mitarbeiter waren schon eine sehr gute Beratung. So ein Kräutergarten hat schon Vorteile. Also Max ist dafür bekannt, dass er immer scharfe Sachen isst. Deswegen würde ich sagen, probiert einmal hier die Chilischoten im Hornbach. Ach, ich soll die. Die aber komplett? Du musst die dann auch essen. Ich esse eine rote. Ja, die roten sind nämlich viel schärfer.
Beiß sie ab. Also die ganze will ich nicht direkt. Wenn du nicht die ganze ist. Ja, okay. Boah. Das geht. Ich habe schon Schärferes gegessen, aber es kommt jetzt so langsam. Könnt sofort bei mir anfangen. Wir haben sowieso immer Schmacht nach guten Mitarbeitern, ne? Da kommen wir jetzt mal zu dir, bei dir vorbei, oder? Könnte machen. Ja, du packst jetzt mal diese Paletten da drauf. So, du trägst sie, du fährst. So, fertig. Jetzt hier aufschneiden. Ja. So. Jetzt ein schöner Job. Ja, ja, ich bin noch nicht fertig. Jetzt einer hier, du dahin. Jetzt tu dir mal drei Platten da drauf legen. Ganz ehrlich, darf ich ein paar von den Jungs behalten demnächst, oder? wenn ich Aushilfen brauche, so fürs Wochenende. Das kann sich hier vor. Ich will nicht, dass ich hier zu oft arbeiten muss. Nein, alles gut, mein Junge. Hast gut gemacht. Alles gut. Wie haben sich die Jungs geschlagen? Sehr gut, sehr gut. Haben sich sehr gut geschlagen dafür, dass sie jetzt, sag ich mal, nicht so von der Materie sind. Haben sich sehr gut geschlagen. Welche Schulnote würdest du den beiden geben? Du weißt ja, ich bin streng, ne? Bei mir sind sie mit einer 3 plus davon gekommen. Ist halt blöd, wenn man Unternehmensbekleidung trägt. Und keine Ahnung hat? Ja. Die nächste Station ist jetzt hier an der Kasse. Ich muss schon einmal auf der Seite von der Kasse stehen. Das ist schon ein bisschen cooler. Ja, ich bin gespannt, wie es mit den ersten Kunden kommen. Ja, machen wir eine gratis. Ich denke, ich bin jetzt ausgelernt. Ich bin seit 5 Minuten hier in der Ausbildung. Könnte ich hinkriegen. Ist doch komplizierter als gedacht. So. Ja, es geht nicht alles. Ich hab's gesagt, wenn man hier einmal zu viel eingesetzt hat. Der eine hat auch funktioniert. So. Johannes, dein erster Bar-Einkauf an der Kasse? Ja, es ist schon, man muss sich schon konzentrieren hier. Bitteschön. Dann hier noch der Kassenzettel. Wir haben für den nächsten Kunden hier eine kleine Überraschung. Und zwar haben wir unsere Gutscheinkarte. Dann bezahle ich einfach mit der, dann gibt's hier aufs Haus. Wir haben eine Überraschung und zwar geht heute aufs Haus. Nein. Weil Horn war einfach so ein netter Laden. Das ist ja klasse, wenn ich der tausendste Kunde heute. Hat sich der Einkauf im Horn noch gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Sachen gefunden, die mir sehr gut gefallen. Also rundum Glück. Perfekt, danke. Tschüss. Überraschung heute für Sie und zwar geht der Einkauf aufs Haus, weil Horn war ein guter Laden. Genial. Magst du die kompetenten Mitarbeiter? Ja, absolut, also vor allem heute. Vor allem heute. War eine sehr bereichernde Erfahrung hier an der Kasse. Aber hat echt Spaß gemacht, also würde ich nochmal machen. Hast du auch sehr gut gemacht. Ach, danke. Wir sind jetzt hier im Bilderrahmen-Shop und ich habe gehört, dass die Aufgabe hier diese Schilder zu malen sehr anspruchsvoll ist. Deswegen übernehme ich die jetzt mal. Ach so, was passiert? Es sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ja, wir haben tatsächlich schon bewundert, wie schön diese Schilder immer gemalt sind. Es ist schwierig, die richtigen Proportionen zu treffen. Warum habt ihr hier keinen Drucker? Wir haben einen Drucker, aber nur für Papier. Das heißt, eure Special-Schilder müsst ihr selber schreiben? Genau. Also hier innen ein Kunstwerk von mir. So, ich darf das jetzt mitnehmen, habe ich gehört. Sie braucht es gar nicht. Johannes, die Arbeit hat sich gelohnt. Das würden mir alle Kunden danken. Ich hätte vorher gewusst, das ist ein Kundenbeziehung. Ist das eine Zimmerbegonie oder eine Begonie des Freilands? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe jetzt aber noch einen Trick auf Lager. Und zwar gucke ich mal in der Hornbach-App nach. Ja. Standort halbschattig, plus 15 bis 23 Grad, also draußen ist keine Option. Okay, aber schön ist sie. Dann stellen Sie sie nach drinnen. Genau.
Und wenn Sie sonst noch Fragen haben, einfach die Hornbach-App runterladen und können Sie sich selber informieren. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an Hornbach, dass wir hier diese Möglichkeit hatten, mal wirklich hier als Mitarbeiter zu sein. War schon sehr, sehr witzig. Ich fand's cool, mal einen Einblick hinter die Kulissen von einem Baumarkt zu kriegen. Es hat mega Spaß gemacht, Kunden zu beraten. Tschüss!